Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt, heute mit Witchwood, bei dem wir eine, ja, Hexe in einem Wald spielen und allerlei Tränke brauen und dabei, ja, allerlei Pilze, Kräuter, alles Mögliche, was uns so über den Weg läuft, einsammeln und wir werden auch alle möglichen Bewohner des Waldes auch treffen und mit ihnen reden. Und anscheinend wohl, naja, über sie richten. Ich bin mir unsicher. Wahrscheinlich werden wir uns mehr oder minder unsere Meinung über skurrile Charaktere bilden. So, ich würde sagen, wir starten mal. Und ich drücke einfach mal auf ein neues Spiel. So, im Sumpf. Es war einmal, okay, da lebte eine alte kleine Hexe in einem merkwürdigen kleinen Haus. Und es ist schrecklich laut, merke ich gerade. Nun gut. So, ich würde sagen. So, sie verbrachte die meisten Tage. Okay, in ihrem kleinen schrägen Garten. Oh. Ja, und ruhte sich auf ihren kleinen schrägen Stuhl aus. Interessant. Okay, an diesem Tag, wie auch immer, wurde ihr Schlaf gestört bei einem merkwürdigen kleinen Geräusch. Okay, eine Ziege. Bäh. So, wer ist da? Okay, wir stehen mal auf. Was? Oh, okay, gut, ja, gut, gut. So, klicken oder F zum Interacten. Alter Schwede, ist hier viel los. So, ich muss mich erstmal ganz kurz... Ja, Ziege, warte. Wir gucken uns gerade mal um. Und, warte mal, vorher. Audio. Musik. Ich... Ja, komm, ich glaube, das ist in Ordnung. Da fallen mir jetzt nicht die Ohren raus. Oh mein Gott. So, ich continue mal. So, und dann schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Hier hinten ist ein Büchlein. Hallo, guten Tag. Wir interacten mal. Wir können nicht interacten. Obwohl es vorzüglich vor sich hin glitzert und leuchtet. Sehr merkwürdig. Okay, dann interacten wir doch mal hier. Hallo. Du Teufel! Oh, wie wagst du es? Wie kannst du es nur wagen, eine junge Dame von ihrem Schönheitsschlaf zu wecken? Boah, also, ist das ein Kochtopf? Aber ist schön, mit Ohrringen. Für Suppe kann man den leider nicht mehr benutzen, außer man macht ungefähr bis hierhin voll, quasi. Aber wer will das schon? So. So, und die Ziege natürlich. Okay, gut, ja. Die hat uns anscheinend durchschaut. Wir sind gar nicht mehr so jung und wahrscheinlich auch gar nicht mehr so hübsch. Naja, es liegt wahrscheinlich auch am Kochtopf. So, Schuschu, raus aus meinem Haus, du dummes Biest, du. Du richtest dir ein Chaos an. Was? Ist das unsere Hand? Ich dachte, jetzt greift ein Drache an. So, okay. Mit einem schnellen Schlag in den Rumpf. Okay. Fliegt die Ziege zur Fronttür raus. Wir sind nicht unbedingt die netteste Hexe, oder? Okay. Ja, wann ist denn dieser Ort hier so verloddert geworden? Ich hätte schwören können, ich habe hier... Was? Sie hat hier gestern erst durchgefegt. So, aber erstmal die ersten Dinge zuerst. Meine alten Grimoiren müssen hier irgendwo herumliegen. Ich glaube, wir haben sie da hinten schon gesehen. So, wo ist das Grimoire? So, erste Dinge zuerst. Dann rennen wir doch mal durch. Da ist das Grimoire. Guten Tag. So, aha, hier ist es. Es ist irgendwie leichter, als ich das in Erinnerung hatte. So, das Grimoire. Okay, das Grimoire enthält alle brauchbaren Rezepte.
Also ich habe euch ja schon vorgewarnt, wir werden brauen und wir werden sammeln und wir werden mit allen möglichen Menschen oder auch Tieren anscheinend sprechen. So, wir können es jederzeit öffnen, indem wir drücken. Okay, gut, ja, das kann ich mir hoffentlich merken. So, wir drücken mal. Alter Schwede. Okay, gut, ja, es gibt ein paar Tränke, es gibt ein paar Reagenzen. Holla die Waldfee, was ist denn das hier überhaupt? Okay. Okay, okay, okay. Ja. Okay. Okay. Ist Heiltrank quasi. Also ist kleine Schmerzchen und ein bisschen Pein quasi. Ich bin gespannt. So, hier gibt's noch... Okay, wir haben überhaupt nichts. Was für eine Hexe sind wir denn eigentlich? Wir wohnen hier in einem totalen Saustall. So, ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Und ihr krasses Rezeptebuch ist komplett leer. So, alle meine Rezepte sind verschwunden. So, diese verdammte Kreatur hat es alles aufgefressen. Die ganzen Seiten in meinem Buch. So. Wo ist mein Gürtel? Wie, wollen wir jetzt die Ziege verkloppen oder was? Ich glaube, da kriegen wir die Seiden auch nicht wieder. So, wo ist mein Gürtel? Ich brauche es, um all die Dinge zu tragen und das Biest zu konfrontieren. Okay, ich muss es wohl in der Truhe da drüben vergessen haben. Welche Truhe? Oh, ach da, diese Truhe, die auch so fröhlich vor sich hin leuchtet. Ah, okay. Gürtel, ja. Was ist das hier? Ist das nicht eine Kastanie? Imp einert. Okay. Okay, gut, ja. Nehmen wir gerne mit. Dann haben wir noch ein bisschen Faden. Und wir haben hier noch ein bisschen... Ja. Keine Ahnung. Ein bisschen stacheligen Ast. So. Mein armer Rücken. Oh, wie lange habe ich denn geschlafen? Okay, die richtige Dosis der Medizin sollte diese schmerzenden Knochen heilen, bevor ich nach draußen gehe. Das ist doch okay. Na, wenigstens habe ich das Rezept noch in meinem, ja, vom Mending Pult. Keine Ahnung, komme ich gerade nicht drauf. So, haben wir aber. Ich muss hier kurz raus. Dann drücken wir mal H. Dann haben wir natürlich das hier. Ich brauche aber... Was brauche ich denn hier? Was ist das? Oh, findet man im Wald? Findet man im Sumpf? Aber, was habe ich denn... Ich habe doch gerade Sachen aufgenommen. Ah, okay. Es sind alles nur Ingredienzien gewesen. Nun gut. Müssen wir uns mal hier umschauen? Ah... Müssen wir uns hier mal kurz... Das nehme ich auch noch mit. Und dann haben wir doch hier alles am Start. Ich glaube, dann können wir hier schön hier zum Kochtopf gehen. Und dann können wir uns auch gleich zwei machen. Ja, geile Scheiße. So, ich gucke mich noch mal ganz kurz hier hinten um. Die sieht so ein bisschen verstört aus, quasi. Hier hat man dann, ja, stattlicher Typ. Keine Ahnung. Sind wir mit denen verwandt? Kennen wir die? Oder... keine Ahnung. Waren die hier schon in dem Haus irgendwie, als wir es okkupiert haben? Ich kann mir vorstellen, das ist hier mit denen wir so... mit denen sind wir vielleicht verwandt. Und hier! Ach, das letzte Foto von Mutti. Ach, so schön, ja. Die Dorfbewohner haben richtig großes Fest gefeiert. Mutti war der Ehrengast. Lang ist's her. So, dann gehen wir doch mal hier ran. Nö, anscheinend doch nicht. Dann gehen wir doch mal hier ran und dann werden wir mal... Ich brauche zwei davon, na tolle Wurst. Dann werden wir mal kredenzen. Dann craften wir mal. Oh, länger drücken. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Und den kann ich mir jetzt auch gleich zu Gemüte führen, oder was? Bevor ich überhaupt rausgehe. Ich mach mal hier zu. Und dann... Ah, sehr schön. So, Quest erfüllt. Und jetzt heißt es mal raus hier. Ich glaube hier lang, oder? Nö, doch nicht hier lang. Vielleicht doch hier lang. Ah, das ist die Tür nach draußen. Ist so.
dann gehen wir doch mal. So, der verwilderte Garten. Wir treten nach draußen in einen, ja, sehr feuchten Sumpf. Und wir stoßen uns auch sofort die Zehen an einer, ja, verdrehten Ranke. Oder Wurzel, besser gesagt. Autsch! Oh, also. So, schließen wir unsere Augen kurz für ein Zwinkern und das nächste Ding, quasi bevor wir es wissen, ist der ganze Garten in Unkraut ertrunken. Volle Wurst. So, irgendwo in der Ferne. Okay, können wir ein Rumpeln hören? Ein sehr tiefes Rumpeln. Okay, wo ist denn der schielende Billy hin? Was? Aber das war wahrscheinlich ein eigener, keine Ahnung. Wahrscheinlich die Arschkrampe. Cross-Eyed Billy ist wahrscheinlich die richtige Übersetzung für Arschkrampe. Wo ist die Arschkrampe hin? Keine Ahnung, wen wir meinen. Ich bin mir unsicher, wir werden ihn noch finden. So. Was? Zumindest könnte er doch diese Gnaschers. Vielleicht die. Für einen guten Zweck auf seinem eigenen Rasen irgendwie einsetzen. Okay, so, wir können zum Öffnen unserer Karte und dann könnten wir uns mal einen besseren Überblick über all das hier in der Umgebung verschaffen. So, dann drücken wir doch mal. Jetzt geht's. Okay, vielen Dank. So, da sind wir. Hier ist die Mappe. Wir zoomen mal raus. Wie lange haben wir denn geschlafen? Was sind wir denn für eine Hexe? Wir haben keinerlei Rezepte mehr. Wir kennen uns. Da ist die. Da ist das alte Biest. Anscheinend haben wir auch alles vergessen, wo wir wohnen und wie unsere Nachbarschaft aussieht. Tolle Wurst. So, tolle Wurst. So, wir müssen jetzt. Wir haben echt einen großen Garten, wa? Kann das sein? So, wir müssen die Ziege finden. Aber ich würde mich doch erstmal umschauen. Okay, gut, ja, wir brauchen eine kleine Sichel. Das können wir auch nicht. Hier ist noch der Waschzuber, da sind noch die Schlüppis wahrscheinlich von vor 2 Jahren drin. Sonst. Oh! Da brauchen wir bestimmt auch irgendwas, wa? Die können wir nicht einfach so. Die können wir! Geile Scheiße. So. Einen blassen Schimmer, wofür wir das brauchen werden. Ist noch eine fette Kiste, da kommen wir aber auch nicht. Kann ich diese Sense mitnehmen? Nö, es funktioniert nicht. Diese Blümchen, diese Pilzchen. Wir können irgendwie nichts mitnehmen. Ich würde gerne alles sammeln. Tolle Wurst. Nun gut. Nö, auch nicht. Der Garten ist nicht so prickelnd quasi. Ist nicht so ergiebig, wie ich mir das hätte gewünscht. Ah, voll gut. So, jetzt hier. Hallo, Ziege. Komm hier, spuck die Rezepte aus. Bah. So, ist das alles, was du zu sagen hast? Okay, hat sie. Anscheinend hat die Ziege auch ein Hühnchen verschluckt. Okay. Nein, sie hat kein Hühnchen verschluckt. Sie kotzt gerade einen richtig widerlich ekligen, stinkigen Haarballen aus. Vielen Dank. Was? Hallo? Können Sie mich jetzt hören? Wie? Entschuldigung, aber ich. Es ist schon so lange her, seitdem ich ihr dieses. Sterbliche Gefäß benutzt habe. Okay, ist da ein Geist, Dämon, keine Ahnung, ein. Ein Dämon? Wahrscheinlich drin? Ich bin mir unsicher. So! Wach, widerlich! Naja, ich hab Dreck im Maul.
Du kannst reden? Ja, na klar kann ich reden. Ist dein Kopf voll mit Spinnenweben oder was, dass du vergessen hast? Dass du deinen alten Freund vergessen hast? Okay, das verletzt mich, Madame. Ja, warum hat er denn alle unsere Rezepte gegessen? Was ist denn das hier? So, das ist gut, dich zu sehen und, ja. Okay, ich hab mich schon gewundert, irgendwie, ob du jemals wieder wach werden wirst. Aber es, aber ich glaube mal, irgendwie die Zeit verfliegt hier ein bisschen sehr merkwürdig in diesem verrückten Ort. Okay. Naja, wie dem auch sei. Ich komme, um das einzutreiben. So, hast du die Summen, auf die wir uns geeinigt haben? Bitte was? Ich bin gerade eben erst aufgestanden. Ich habe 5 Jahre geschlafen anscheinend. Warum will die Ziege jetzt Geld von mir haben? Und wer ist das überhaupt? Summe? Summe von was? Oh, Junge. Ja, also wenn du dich wirklich nicht erinnerst, dann sollten wir doch wohl nochmal über die Vertragsdetails gehen, oder? Ach, genau hier unten. Okay. Ja, die Ziege nickt quasi und dann, wie bitte, was? Okay, einem altertümlichen Steinweg, der, naja, ein bisschen schaurig in der Nähe glimmt. So. Ja, und, wie soll ich jetzt durch massiven Felsen durchgehen? Ja, du bist doch diejenige, die ihn verschlossen hast. Ja, tritt mal näher ran und wirf mal einen Blick darauf. Ich bin mir sicher, dass es dir wieder einfallen wird. Okay. Gut. So, wir können unser Hexenauge mit G öffnen und alle möglichen Objekte inspizieren, natürlich auch Kreaturen. Und wir entdecken ihre Schwachpunkte. Da bin ich aber sehr gespannt. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich glaube, keine Ahnung, warum zum Geier schulde ich einer Ziege Geld? So, ein Steinpfeiler. Okay, ja. Kein gewöhnlicher, großer, stehender Stein, sondern der ist jetzt mit allen möglichen Gravuren, verzauberten Gravuren versehen. Okay, wir brauchen also, ja, wir müssen ein bisschen kredenzen, habe ich das Gefühl. Okay, so, die Ziege. Okay, ich helfe dir, du musst mir nur vertrauen. Interessant, ich bin mir wirklich unsicher. So, wie komme ich hier wieder raus? Das haben wir ja, ja, okay, gut, okay. So, nö, komm ich. Ja, ach so, geht das. So, unterschätze nicht deine Sinne, meine Liebste. Du magst wohl alt sein, aber du kannst Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Ja. Ja. Verborgene. Was? Okay. Okay, verborgene Schwächen liegen einfach unter der Oberfläche. Verborgene Schwächen liegen unter der Oberfläche. Okay, gut. Ja, so. Oh ja, ich kann sie jetzt sehen, aber diese Runen, die hier reingekratzt sind, irgendwie in die Oberfläche des Steines, aber die sind einfach zu verblichen, damit ich sie lesen könnte. Okay, so, wir brauchen das Puder der Offenbarung anscheinend. Das sollte die Lösung sein. So, wenn du denn irgendwie kein Schmackofatius, ja, aus meinem Buch gemacht hättest, dann müsste ich jetzt
meine Rezepte nicht wieder aufschreiben, beziehungsweise nicht wieder herausfinden, oder? Wenn sie die alle noch im Kopf hätte, das wäre ein Träumchen. So, ich sollte dafür aber Ach du grüne Leute. Verantwortlich gemacht werden irgendwie, oder das ist, das, keine Ahnung, das resultiert einfach da raus. So. Ja, okay, wenn wir irgendwelche Objekte oder Kreaturen inspizieren, können wir neue Rezepte lernen, um die dann in unserem Grimoire zu craften. Sehr schön. So, dann renne ich doch jetzt einfach mal durch die Gegend und jetzt kann ich einfach mit meinem Witch-Eye hier. Ein merkwürdig geformter Pilz mit einem teuflischen Geruch. Interessant. So, ich sammle den einfach mal, aber das ist doch eigentlich nur für die Tränke. Für die Rückenschmerzen-Tränke, oder nicht? So, haben wir hier unten. Hier unten war doch noch alle möglich Kram und Zeug. Dieses Gras zum Beispiel hier. Ja, ich brauch Schere. Aber keine Ahnung. Es wäre natürlich auch schön, wenn hier mal stehen würde, für was das denn gut sein könnte. Und wo zum Geier kriege ich jetzt eine Schere her? So, ist irgendwelche Pilzchen, aber es taucht hier gar nicht. Ah, die Ranken brauchen eine Schere. Vielleicht rennen wir auch einfach mal kurz wieder in die Hütte rein. Ich renne mal kurz in die Hütte rein. Oh, länger drücken. So, haben wir irgendwo Schere in dem Sauhaufen? Haben wir hier irgendwo? Beziehungsweise... Ja, unser geliebter Kessel. Das ist sehr übersichtlich. Das ist wirklich sehr übersichtlich. Aber ich habe doch auch... Warte mal. Wir haben nur Inkredenzien, aber wir haben sonst nichts anderes. Schade, schade. So, ah. Wo haben wir jetzt das Rezept her? Sehr merkwürdig. Okay, na gut, dann craften wir doch mal. So, sehr schön. Dann kann ich auch einfach wieder zurückrennen. Sehr schön. So, ist ja auch nur ein Katzensprung. Das ist schön gemacht, das ist wirklich schön gemacht. So, ah, da ist noch ein Pilzchen. So, gib mich. Und hier hinten auch noch. Wir sammeln alles weg. Ihr kennt das ja, der Staubsauger geht hier wieder fröhlich durch. So, und jetzt können wir mal ein bisschen revealen. Okay, so, wir schmieren uns eine Handvoll von dem, leuchtenden Puder auf die Runen, quasi hier auf dem Stein, und ein kaltes blaues Licht strahlt von den Glyphen. Okay, und öffnet. Was? Öffnet den Eingang quasi in seine Aura. Okay. Ja, kneißt dann ein bisschen die Augen zu und in dem Versuch, die Bedeutung der Buchstaben zu entziffern. Ja, es sieht irgendwie aus wie ein obskures, runisches Alphabet. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Kauderwelsch? Was? Es sieht so aus, als wäre es bei einer ängstlichen Henne eingraviert worden. Okay. Es muss wohl in der Umbral-Dschungel geschrieben worden sein. Erlaube mir es zu übersetzen. So. Die Ziege, ja, geht an den Dorweh ran. Pausiert ganz kurz. Ja, und was sagt es jetzt nun? Okay. So, die Ziege dreht sich um zu uns. Ja. Dunkle, mattierte Wolle
verdeckt... Was? Die... keine Ahnung, stechenden, billigen Augen der Kreatur. Ich kann dich sehen. Ah, kriegen wir daher unsere Schere. Interessant. Okay. Das ist doch wohl unglaublich. Was für eine Hilfe bist du eigentlich? Ich bin nicht hergekommen, um zu helfen. Ich kam zum Eintreiben. Jetzt mach endlich irgendwas mit diesem Mob von Haaren auf meinem Kopf. Würdest du bitte? Ach, na gut. Ich muss irgendwie meine alte rostige Schere irgendwo im Garten finden. So, na gut. So, dann... Ihr Umhang. Ihr Feder ist es so geil, ihr Federumhang. Als würden wir ein bisschen durch die Gegend fliegen. Sehr putzig gemacht. So, hier ist wieder ein bisschen was nachgewachsen. Die Sachen hau ich mir doch gleich rein. Die Sachen sehen ein bisschen schweinisch aus, wenn ich ehrlich bin. Das liegt aber auch nur daran, dass ich 4 Jahre alt bin. So. Und verdorben durchs Internet. Euch geht das wahrscheinlich überhaupt nicht so. Wo könnten wir denn jetzt hier in unserem Garten... Wo könnten wir denn in unserem Garten jetzt bitteschön? Ach, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Sehr gut. An der Kiste sind wir ja schon 3 Millionen Mal dran vorbei, aber... Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. So, raus hier. Dann, bevor wir jetzt zu der vermaledeiten Ziege wieder zurückkehren, ich würde doch mal ganz kurz... So, die verwogenen... Okay, so, wir hacken uns jetzt quasi ein bisschen hier durch, ja, die kleinen verschwobenen Ästchen. So, und es öffnet sich auch ein Weg. Aha, es öffnet, warte mal. Ah, nee. Oh, sie sind so dicht quasi und sie verschlingen quasi den Weg. Egal. Wie sehr wir uns auch anstrengen. Das ist natürlich nicht so aufregend. Jetzt kommt auch noch die Ziege. Wo glaubst du denn, wo du hingehst? Hast du nicht irgendwas vergessen? Hast du? Okay, gut, ja, ich komm gleich. Ich komm gleich. Ich hab hier... Was? Na gut, erstmal Haare schneiden, weißt du? Okay, gut, ja, machen wir das Tutorial. Ist überhaupt kein Problem. So, Ziege, komm ran hier. So. Ach, herrliche, liebevolle, gelbe Augen, die uns voller Dankbarkeit angucken. So. Okay, unter großem Protest und einem eingeschnittenen Ohr. Okay. Schneiden wir den Klumpen von schmuddeligen Haaren aus dem Gesicht oder, naja, besser gesagt, von den Augen der Ziege. So. Oh, ist sie nicht süß, auch so schön. Ah, oh, viel, viel besser. Ach du meine Güte. So. Siehst du schon immer so grotesk aus oder täuscht mich gerade meine Erinnerung? Tolle Wurst, gut, dass wir ihm geholfen haben. Ist immer ein Pläsier, quasi netten Menschen oder Wesen zu helfen. Und dafür ein Wort, ein liebes Wort der Anerkennung zu bekommen, ist immer ein Traum. So, pass auf, was du sagst. Oder ich geb dir noch einen schönen Schnitt dazu. So, kannst du jetzt nun die Runen lesen oder nicht? Naja. So. Okay. Ein Raum darunter. Sie schläft allein. Okay. Ton gegeben zu den Ungewissen. Oder zu den Unbekannten, besser gesagt. Das Feuer der 4
soll den Stein heben. Diese Fackeln quasi. Ich komme gerade nicht auf das Wort. Entschuldigung, mein Englisch ist nicht so aufregend. Fackeln brennen und erwarten die Krone. Krone? Was? Wer nennt es eine Krone? Und was sind diese Tokens, die ich verbrennen soll? Okay, so, vielleicht sollten wir mal einen näheren... Achso, vielleicht solltest du mal einen näheren Blick auf diese Fackeln werfen. Okay, ja, werden wir mal tun. Also hier diese... Was sind das? Feuerschalen? Ich komme gerade nicht auf das Wort. Entschuldigung. So, dann werfen wir doch mal. Ich brauche Hundehaare. Was? Die Anfälligkeit des Hundehaars? Okay, warte. Gut, ja. Ich bin gleich wieder da. Ich bin definitiv gleich wieder da. Ich will jetzt hier endlich mal. Ich will jetzt hier Zeug und Kram sammeln. Ja, endlich. Geht doch wohl. Komm, heb auf den Kram. Und hier auch. Jetzt komme ich da nicht ran. Jetzt geht das. Ausgezeichnet. So. Das funktioniert ja aber beim besten Willen nicht. Nee, das funktioniert einfach nicht. Da brauchen wir den Flammenwerfer. Den kriegen wir dann aber erst später. Ja, hier drüben war er noch, genau. Kannst du, bitte? Dankeschön. So, dann haben wir hier auch noch mal ein paar kleine Ästchen gesammelt. Oder Schilf, besser gesagt. So, und jetzt große Frage. Okay, ist noch ein bisschen was in den Feuerschalen drin, aber es riecht so ein bisschen... akritisch. Kein blassen Schimmer. So. Et mufta gerade wahrscheinlich noch ein bisschen von Petroleum. Oh. Was? Ist mir gerade eben erst aufgefallen. Ziege, was ist Phase? Wir sprechen mal. Schon wieder ein Pilz. Wachsen die mal nach? Habe ich den übersehen? So. Ja, ich habe da drauf geguckt, aber... Oh, Shiny Stone. Froschschleim. Okay, hier brauchen wir Hundehaar und hier brauchen wir eine blaue Feder. Ah, okay. Gut, ja. Haben wir gemacht. Alte Arschkrampe. So, Hundehaar. Eine Vogelfeder, Froschschleim und ein, naja, leuchtender Stein. So. Ich nehme nicht gerade an, dass du irgendeins diese Dinge verschluckt hast, während ich geschlafen habe. Ich glaube wohl nicht, aber ja, fühl dich wohl frei. Was? Gut, ja. Wir sollen jetzt den ekligen Haarball durchkämmen, wenn wir uns dann nicht... komplett sicher sind. Wie auch immer, aber es gibt die große, weite Welt da draußen, außerhalb dieses kleinen Sumpfes, weißt du? Siehst du den Vater drüben? Den mit den lieblichen grünen Flammen? Okay, ja. Ja, ich Es ist so ein strammer Marsch durch den Wald, oder? Ja, und diese knarzigen Gelenke. Weißt du, ich bin schon alt. Das ist, wir würden ihm aber mal ganz gut tun. So, ja, ich hab ein bisschen sehr lange drinnen verbracht und das ist wirklich schlecht für den Humor. Interessant. So, wir sollen die Ingredienzien gasern. Und, da hinten waren wir ja schon. Ach, deswegen. So, hier haben wir ja alles eingesammelt. Können wir jetzt... Hm.
Vorhin ging es irgendwie nicht, ja. Keine Ahnung. Ich war natürlich auch ein bisschen voreilig. Das Spiel wollte nicht so recht, aber ja, die Ranken sind hier immer schön gewachsen und es ging überhaupt nicht. Jetzt mache ich einmal hier schnibbel die Schnapp. Und das sieht aus quasi hier, als wären wir hier schön mit einem Wischmopp durch. Ach, keine Ahnung. Ich bin mir unsicher. So, ich würde sagen, wir springen mal rein in die Dunkelheit. Wir springen mal rein in die Dunkelheit. Der Raum dazwischen. Okay. So, wir haben die Ranken weggeschnibbelt und plötzlich stehen wir auf kaltem Stein. Okay, es sieht so aus, als würden wir rückwärts getrieben. Oder vielleicht auch vorwärts. Okay. Ein sterngefüllte Leere erstreckt sich so weit man auch sehen kann. Okay, es gibt keinen Wind und auch kein Geräusch. Aber okay, die warme Herbstluft und das Zwitschern der Vögel weckt unsere Aufmerksamkeit. Das Portal ist ganz schön laut. So, kann man hier... Okay. Herzsamen. Mal gucken, was es hier noch so gibt. Alle möglichen... Aha. Die Portale geben also... Das ist so ein Knotenpunkt hier. Schön ist es auch gemacht hier. Okay, so immer so die Winterlandschaft. Hier kommen wir... Kakteen oder so. Es ist so ein bisschen... Bisschen Wüstenstyle. Hier oben sieht es so ein bisschen aus wie. Ja, Markt, Farm, sowas in dem Dreh. Hier sind wir irgendwie in der Bibliothek. Hier könnten wir in den Wald. Alle anderen sind noch nicht zu begehen. Ich würde mal sagen, wir springen mal kurz hier rein. Und begeben uns mal zum Wald. Da ist ein Vogel. Ich brauche eine Feder von dem, aber zuerst mal muss ich hier Zeug und Kram einsammeln. Oh! Ein Ast, geil. So, ein kleines Zweig. Komm her, du. Schweinerei. Vielleicht brauche ich einfach nur einen großen, dicken Stock. Oder, was bist du denn? Was? Komm, das ist doch auch eine Feder. Ich brauche eine einfache Falle. Okay, gut, ja. Eine Sense. Oh! Ein Mensch! Ich nenne es jetzt mal Mensch. Es ist ein Vogelbeobachter. Die Frau dreht sich so schnell auf ihren Hacken um, dass sie uns fast mit ihrem Fernrohr trifft. Es ist doch kein Mann, es ist eine Frau. Sie haben mich aber erschreckt. Können Sie nicht sehen, dass ich hier sehr beschäftigt bin mit meinen wissenschaftlichen Nachforschungen? Wie, was? Nachforschung? Auf was gucken Sie denn hier mit dieser Apparatur? Was zum Teufel? Warum? Ich gucke mir den Indigo-tuften Wald Lurch, guck ich mir an, ja? Der fliegt hier immer oben von Baumkrone zu Baumkrone und isst mit Vorliebe blaue, kleine, süße Vögelchen. man sagt, sie wären hier ansässig in diesem Wald. Und nur in diesem Wald. So, haben Sie jemanden gesehen? Ist es möglich gewesen? Irgendwie? Okay, wir gucken uns diesen kleinen, süßen, blauen Vogel an, von dem wir doch wirklich gerne eine Feder hätten. Ich hab ich nicht. Entschuldigung.
Ach, was für eine Schande. Hm. Naja, es ist ja niemand zu spät, irgendwie mit offenen Augen die Wunde der natürlichen Welt zu betrachten. Ach, man weiß nie, was man findet. Okay, so. Sie zeigt irgendwie auf einen kleinen Waldbewohner. Das war wahrscheinlich dieses Eichhörnchen mit diesem Federschwanz dahinten, wie er sich gerade die Backen mit allerlei Samen vollstopft. Herrlich. So. So, nehmen Sie das Eichhörnchen zum Beispiel. Ja. Okay. Nehmen Sie sich ein paar Momente und schauen sich Ihr Verhalten an und Sie lernen alles, was Sie brauchen darüber. Okay, Observation mit G. Das werden wir natürlich gerne machen. Und nun, wenn Sie es nicht stören, dann würde ich es bevorzugen, keine aufregenden neuen Entdeckungen nicht machen zu können, weil Sie mich hier die ganze Zeit zulabern. Okay, gut. So, das ist sehr schön. Weil die so eine Arschkrampe ist, hat der blaue Vogel ihr mal schön auf die grüne Mütze gekackt. Ach, herrlich. Ich liebe dieses Spiel. Es ist wunderbar. Hier ist noch ein Stock. Den kralle ich mir doch nochmal. Den hier auch. Und jetzt, warte mal, eine kurze knappe Sekunde. Nicht mehr auch. Aha, wir brauchen eine kleine Samenfalle. Dafür brauchen wir auch erstmal Samen anscheinend. Mal gucken, wo wir welche herbekommen. So, wir können... Ah, jetzt gelernt. Sehr schön, sehr schön. Ich brauche noch... Oh, warte. Aha. Okay, so, die Hacke, die können wir eventuell auch noch... Wo ist hier dieses fusselige Eichhörnchen? Wo... das war doch... Hier ist noch... Oh, dankeschön. So, noch ein paar Kräuterlis aus dem Wald. Da hinten gibt's bestimmt Froschschleim. Da ist es. Eichhörnchen. Okay, gut, ja. Und jetzt? Nüss. Okay, gut. Wir haben alles schon über den Vogel herausgefunden. Auch kein Problem. So, dann gehe ich doch jetzt mal hier drauf. Können wir? Wir haben schon eine Kastanie. Wir müssen aber noch so ein Reisigbündel irgendwie haben. Das müssen wir da ausmachen. Das haben wir doch. Sehr schön. Ich mache mir mal gleich... Habe ich jetzt zwei? Ich bin mir unsicher. Aber jetzt könnte ich doch... Genau. Jetzt mache ich mir so ein Ding. Ich brauche so einen Vogel. Ich brauche so einen Vogel. Hier, zum Beispiel hier. Dann könnte ich doch jetzt hier einfach mal... Dann setze ich mal das Ding da hin und... Hier drüben ist aber schön. Guck mal. Ah, schöne Blumen. Ach, ich rieche mal dran. Ah, unter dem Kochtopf ist ein bisschen schwierig. Es riecht immer so ein bisschen nach Eisen und der alten Suppe quasi. Der alten Rübensuppe, die hier noch am Rand klebt. Ich konnte es einfach nicht... Weißt du, auf dem Bodensatz. Ist mal angebrannt, kriegst du nicht wieder weg. Egal, wie sehr man schrubbt. Und ich habe nicht viel geschrubbt, weil ich keinen Bock hatte. Oh, ein Gehirn. Wo kommt denn das her? Köstlich, geil. Was ist denn das hier noch? Noch mehr Fleisch. Und ein bisschen Eichhörnchenspeck. Okay. Scheibenkleister. So, wo kriege ich jetzt diese dusseligen Eichhörnchen? Da war ein Vogel direkt daneben. Das Eichhörnchen hat sich todesmutig quasi, hat sich da reingestürzt. Und, hier. Ausgezeichnet. Warte. Ich kann mir noch eins craften. Geile Scheiße. Ich krieg doch jetzt wohl hoffentlich. Vielleicht hätte ich es auch weiter da oben hin machen sollen. Ah, warte mal. Geh mal ein bisschen weg. Ja, da guck mal da. Da ist der Vogel. Da ist er.
Oh, wo ist denn der Vogel hin? Ah, der hat sich wohl so erschrocken, dass er ein bisschen Fleisch quasi dagelassen hat. Und eine Feder. Geile Scheiße. So, wir haben die Feder. Hundehaar. Da oben ist ein Moppi. Da oben ist ein Moppi und... Wo krieg ich denn so porriffig Fleischi her? Ich hab keine Ahnung. Wir müssen ihn erst... Alles gut, dankeschön. Wir müssen ihn anscheinend erstmal ein bisschen fleischlich verwöhnen. Also mit Fleisch und dann können wir ihm, keine Ahnung, ein paar Löckchen von seinem Fusselschwanz abschneiden. Ich glaube, das wird wohl was werden. So, ich würde sagen, ihr kennt das Spiel. Also, beziehungsweise, ihr kennt es angespielt. Wir machen immer nur eine Dreiviertelstunde. Ich würde sagen, wir haben eigentlich einen ganz guten Eindruck bekommen, oder? Man rennt ein bisschen Adventure-mäßig, rennt man durch die Gegend. Man muss sein Grimoire füllen, alle möglichen Rätsel lösen, mit merkwürdigen Leuten und Kreaturen hier sprechen. Und wir müssen irgendwie eine Schuld... Es ist doch wohl nicht... Ich will nicht gefressen werden! Und wir müssen einer Ziege, die von einem Dämon besessen ist, oder beziehungsweise ein Dämon, der eine Ziege besessen hat, schulden wir anscheinend noch ein bisschen Geld und das müssen wir bezahlen. Wenn das quasi nicht als Grundlage für ein großes Abenteuer reicht, dem ist auch wahrscheinlich nicht mehr zu helfen. So, in diesem Sinne, ladet euch das Spiel noch runter. Ich glaube, wir sind ein bisschen spät, aber wenn es rauskommt, ihr wisst schon, auf die Wunschliste packen und so weiter und so fort. Ihr kennt das. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt noch eine wunderbare Zeit. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.